Starkicker Marco Arnautović ist Papa geworden. Damit willkommen bei Pink. Der unglaubliche Hype um das letzte Batman-Abenteuer von Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, hat jetzt einen traurigen Höhepunkt erreicht. Bei der Premiere in London nehmen der Regisseur und die Hauptdarsteller rund um Christian Bale Stellung zu verrückten Batman-Fans, die definitiv zu weit gegangen sind. Es ist das überraschendste Liebesaus dieses Sommers. Nach 25 Jahren Liebe und 22 Jahren Ehe haben Sportmoderator Edi Finger Junior und seine Frau Marion ihre Beziehung nun auf Eis gelegt. Wie es dazu kam, das hat Edi Finger Junior Kollegin Petra Erlwein erzählt. Und gleich, Talkmasterin Ellen DeGeneres saugt einfach alles aus ihren Showgästen heraus. Warum ausgerechnet Schauspielerin Jennifer Aniston über solche Interviewmethoden lachen kann, sehen Sie gleich. Und Kicker Marco Arnautović versäumt die Geburt seiner Tochter und ist im Krankenhaus den Tränen nahe. Gleich. Willkommen zurück bei Pink. Schlangen, Ratten und Hausstaub. Das ist mein persönlicher Horror. Wie geht's Ihnen damit? Sie könnten jetzt nämlich wegschalten, aber wenn Sie jetzt dranbleiben, sehen Sie im Little Shop of Horrors was noch viel ekliger und gruseliger ist als Schlangen, Ratten und Hausstaub. Schauspielerin Jennifer Aniston ist für absolut jeden Spaß zu haben. Das hat sie jetzt bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Was die beiden Damen miteinander und vor allem mit einem Staubsauger für Unsinn treiben, das zeigen wir Ihnen jetzt in den VIP-News. Ja, das glaube ich auch. Marco Arnautović ist ein Spitzenfußballer. Sein Hobby ist, das Leben von Wiener Polizisten zu kaufen, und jetzt ist er auch noch Vater geworden. Wir haben den 23-Jährigen beim Training in Zell am Ziller getroffen und mit uns spricht er darüber, wie ihm seine neue Rolle als Papa eigentlich gefällt und warum er die Geburt der kleinen Emilia verpasst hat. Ja, und ich überbringe Ihnen jetzt die nächste Sendung, die heißt Messer, Gabel, Herz, und da trifft heute Rainer auf die Judo-Staatsmeisterin Mary, und die legt den Mann ihrer Begierde gleich beim ersten Date flach.